Hallo, in diesem Video geht es um die Frage, Rahmensturzpad oder Sturzbügel am Naked Bike? Wir geben euch Tipps für die Entscheidungsfindung und zeigen euch verschiedene Varianten am Bike. Es ist ein häufiges Luxusproblem. Ich möchte mein schönes Naked Bike schützen, aber wie? Der Sturzbügel ist deutlich effektiver, was den Schutz angeht, allein schon wegen der Materialstärke und dem Bereich, den er abdeckt. Ja, gleichzeitig ist es aber auch so, wir reden ja von einem Naked Bike, also einem nackten Motorrad, wo wenig dran ist. Da möchte ich jetzt ja nicht so einen großen Metallbügel ranhängen, sondern ich möchte ein kleines, dezentes Teil haben, was auch seine Funktion erfüllt. Das stimmt. Es gibt aber auch viele Motorradmodelle, wo es uns wirklich sehr gut gelungen ist, einen Sturzbügel zu bauen, der die Linienführung des Motorrads annimmt und vielleicht sogar noch im besten Falle verstärkt. Wie zum Beispiel hier bei der Kawasaki Z900 RS. Da sehen wir, der Sturzbügel ist montiert und es fällt nicht auf. Im Gegenteil, ich finde, dass der dem Naked Bike sehr gut zu Gesicht steht. Also ich sehe das anders. Schauen wir uns doch mal die Honda CB650R an. Hier ist der Rahmensturzbett, der würde an dieser Stelle sitzen. Ich finde, das sieht viel dezenter aus als dieser riesen Gartenzaun. Es sieht dezenter aus. Ich mag den Sturzbügel aber auch hier an der Honda CB650R. Und seien wir doch mal ehrlich, jeder Sturz ist anders. Und bei vielen Stürzen hast du die Problematik, dass ein Rahmensturzpad niemals die Fläche abdecken kann, die ein Sturzbügel abdeckt. Ja, kann sein. Aber wir achten ja auch beim Rahmensturzpad darauf, dass es eine Dreipunktlösung gibt. Dass das Motorrad auf dem Rahmensturzpad aufliegt, auf dem Enden vom Lenker und auf der Fußraste. Ihr seht schon, die Frage, ob Sturzpad oder Sturzbügel, ist in erster Linie eine Frage des Geschmacks. Sturzbügel können allein schon wegen der Materialstärke besser bei Stürzen schützen. Dafür sind die Sturzpads einfach dezenter. Die Frage, für welches Produkt ihr euch entscheidet, ist auch davon abhängig, was für dein Motorrad verfügbar ist. Das kannst du bei uns im Shop am besten im Bikefilter überprüfen. Genau, dort findest du alle Modelle, für die es erhältlich ist. Ansonsten folg uns bei Facebook, YouTube oder Instagram, gib uns ein Like und wir sehen uns. Ciao.